Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds, Geeks und Cosplayer. Und heute, könnt ihr euch versprechen, wird es absolut weihnachtlich. Und Weihnachten ist ja bekanntlich das Fest der Liebe. Da kann es manchmal auch ziemlich heiß hergehen. Wir hatten ja schon mal eine Filmkritik zu Wonder Woman gemacht, in der Folge 43. Aber heute legen wir nochmal eine Schippe drauf. Und die Paula, das Forever Net Girl, ist bei mir. Und ich bin übrigens der Paul. Also, Weihnachten, Liebe und wie passt das mit unserem Motto zusammen? Ich hätte gesagt, wir nehmen einfach einen Science-Fiction-Film, der auch verdammt erotisch ist, sogar FSK 8. Paula. Ja, ja. Als ich den Film für uns rausgesucht habe, ja, warst du etwas verblüfft. Danach war ich etwas verblüfft. Also, ja, erzähl, warum danach? Oh Gott. Also ich habe schon viel gesehen, aber der schlägt so alles irgendwie. Du wirst also mir recht geben, dem du mir zustimmst und sagst, das ist schlechthin der Science-Fiction-Sex-Film überhaupt. Ja, ich kenne keine anderen. Keine anderen in der Art. Also das ist ja was, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Okay. Also sowas, der ist so schlecht, dass er so gut ist. Also der ist wirklich so, ja, ich weiß auch nicht, also. Also wir nähern uns mal vielleicht langsam dem Thema. Ich bin ja der Ältere von uns beiden. Ja. Und ich kenne noch die Schwarz-Weiß-Variante von einem Film, der so ähnlich klingt. Und da war es also auch schon mit sehr einfachen Trickgeschichten, was halt damals mit der Technik möglich war. Mhm. Und unser heutiger Film, der stammt immerhin aus dem Jahr 1974. Ja, ist technisch kein bisschen besser geworden. Nein, ich glaube auch nicht. Also es ist wirklich Animation vom Nicht-Feinsten. Ja. Also es ist echt. Aber dann ist schon wieder richtig crazy gut. So Porno-Daumen-Kino quasi. Ja, jetzt würde ich sagen, lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Wir holen im Prinzip die Rute aus dem Weihnachtsbaum hervor oder hinterm Weihnachtsbaum. Sack. Rute aus dem Sack. Ja. Ja. Lassen die Kugeln sprechen. Lassen die Glocken läuten. So ist es. Der Film, um den es heute geht, ist Flash Gordon. Ja, und hier aufpassen. Der Unterschied besteht in einem Buchstaben. Wer jetzt also die Hoffnung hat, dass wir die Schwarz-Weiß-Filmkritik für Flash Gordon mit Ä oder mit A, ja, hier wiedergeben, den müssen wir enttäuschen. Ja. Wir haben gesagt, Weihnachten, Fest der Liebe. Wir reden über Flash Gordon und das ist Hardcore-Liebe vom Feinsten. Das ist die FSK-Version und die DVD gehört absolut unter jeden Weihnachtsbaum. Gott, wir hätten hier dann eine, ne, zum Weitergeben. Ja, wir haben keine Mühen und Kosten gescheut. Also ich habe tatsächlich hier die Collectors Edition rausgesucht und die übers Internet bestellt mit Teil 1 und 2. Wir müssen dazu sagen, wir sprechen heute nur über den Teil 1, weil allein der ist schon kultig. Der ist nerdig. Leute, ihr werdet sehen und hören eigentlich viel mehr. Wenn ihr diesen Film bis dato noch nicht gesehen habt, ihr habt absolut nichts verpasst. Genau. Ja, worum geht es eigentlich in dem Film? Paula, hast du da so ein bisschen zumindest mal den Einstieg? Wie fängt denn dieser Film an? Der Film fängt, lass mich überlegen, der Film fängt im Labor des Professor Gordon an. Ja. Und alle sind total durcheinander und ganz entsetzt und oh Gott und wie fürchterlich und wie schrecklich. Und wir werden so auf die Art, wir werden alle sterben und es ist ja ganz, ganz fürchterlich, was auf uns zukommt. Und dann irgendwie reden sie drüber mit den Politikern, oder? Mhm. Ja, Politiker, so sieht's aus, was, so Krisenstabart. Genau. Und dann ging's irgendwie drum, ja, wir werden absolute Bedrohung, wir werden bedroht von 6 Strahlen. Ja. Und der Sohn von diesem Professor, der fliegt zu dem Zeitpunkt gerade von so einem Auslandsspiel in die USA hinein und wird also von diesen 6 Strahlen im Flugzeug getroffen. Ja, der möchte ja eigentlich seinem Vater zu Hilfe eilen. Ja. Na, und dann siehst du ja die erstbeste Tricktechnik. Die super Tricktechnik. Ja, als hättest, Flugzeug am Wändelchen. Ja, als hättest du Lametta durchs Bild gezogen. Das sind diese Hardcore-6-Strahlen, die auf diese Maschine einwirken. Und dann passiert natürlich Folgendes. Die 6 Strahlen wirken ein, die Leute werden kirre, reißen sich die Klamotten vom Leib. Ja, genau, fallen über sich her, übereinander her. Genau, kurioserweise scheint ja dieser Flash
Gordon von diesen 6 Strahlen in diesem Abschnitt in dem Moment, immun zu sein. Hat er sich voll im Griff. Absolut. Irgendeiner muss ja, nachdem die 2 Piloten ja auch übereinander herfallen. Ja. Und das Flugzeug ja dann droht abzustürzen. Ja. Hat er dann quasi die Hände an den Knüppel genommen, also an den Steuerknüppel genommen. So ist es. War aber nicht mehr irgendwie Herr der Lage. Ne? Also er hat versucht, das zu halten und zu machen und zu tun. Ist ihm aber nicht wirklich gelungen. Nee. Aber fantastisch fand ich eigentlich auch, es ist so simpel gemacht, wie man sich so die ganz einfachen Klamotten-Sex-Filme aus den 70er Jahren vorstellt. So, hoppla, jetzt sitze ich auf dem Schoß. Jetzt sitze ich falsch rum drauf. Genau. Jetzt sitzt noch einer hinter mir. Also es ist grandios. Also Wahnsinn. Wir haben nachher auch nochmal einen Dialog rausgesucht, der das Ganze wiedergibt. Also insgesamt alles sehr, sehr quietschbunt, billige Kulissen, die Schauspieler nahezu untalentiert, die Dialoge sinnbefreit und damit eigentlich auch schon wieder grandios und gut. Die Handlungsstruktur eigentlich bis zum Schluss nicht erkennbar. Nee. Also es sind insgesamt, glaube ich, 12 Kapitel und an denen hat man ungefähr erkennen können, was letztendlich passiert. Es sind amateurhaft wirkende Tricktechniken, wo du sagst, das hast du irgendwann mal im Amateurfilmclub schon irgendwo gelernt. Crazy Monster. Es wird nicht gespart, dass man Richtung Robin Hood geht und King Kong. Und lass uns mal weiterreden, wie es in dem Film eigentlich passiert. Er ist also in der Not gelandet und zwar auf dem Planeten Porno. Ja, ja, du darfst aber nicht vergessen, es ist ja die Freundin auch mit dabei, ne? Die Dale, ne? Mhm. Genau. Und die Dale, die war ja auch nicht immun gegen die 6 Strahlen. Die hat er da fleißig mitgemischt. Ja, egal genau. Bei wem. Und Flash, komm her, Flash, ich brauch dich, Flash jetzt. Mhm. Und ja, genau. Und er hat einfach nur versucht, dieses Flugzeug irgendwie zu steuern. Es gelang ihm nicht. Und dann sind sie wohl mit dem Fallschirm abgesprungen. Ja, genau. Und dann war ja auch schon der erste Dialog, wo du sagst, du brichst eigentlich ab. Also charmanterweise, also für mich charmanterweise, ist die Dale die ganze Zeit nackt geblieben. Und es wurde ja dann ein Kleid geliehen mit dem Hinweis, das hat meine Mutter schon bei ihrer Beerdigung getragen. Ja, das kommt aber später. Das kommt später. Habe ich da zum zweiten vorgegriffen? Du hast, weil sie sind ja noch am Fallschirmabsprung und landen ja dort dann auch wieder bei so einem wirren Professor. Bei dem wirren Professor. Und der wirre Professor ist ja am Anfang total... ja, ihr wollt mich bestehlen und ihr wollt mein Lebenswerk zerstören oder genau. Bis der Flash dann irgendwie sagt, Sie sind doch der Professor Flexi Jerkov. Richtig, hat er dann. Sie sind doch der Freund meines Vaters quasi. Und dieser Flexi Jerkov, das ist ein Perversling. Zum einen, der hat ja dann auch permanent die Hände an den Brüsten gehabt von dieser Dame. Und vom Äußeren eben so ein Typ, wo du sagst, so stelle ich mir den Rasputin vor. Ja, genau. Mhm. Also genau dieses Klischee erfüllt, also bärtig, zottelig und wirklich wie wir sagen, Sexkannibale, wie er im Buch steht. Und immer die Hand an ihr. Immer Kontrollgriff. Genau. Absoluter Hammer. Und als sie sich dann ja erkannt haben, sind sie ja in die Werkstatt oder in das Labor von dem Professor eben gegangen. Der hat ja sie auch eingeweiht und hat gesagt, hier, ich hab was, wir können im Prinzip diese 6 Strahlen abschalten. Genau. Dazu müssen wir aber mein Raumschiff steigen und müssen losfliegen. Das Raumschiff an sich ist auch spektakulär. Also man könnte sagen, es schaut etwas aus wie eine Banane. Das könnte man sagen. Ja. Ja. Ein bisschen eine gebogene Form, die auch an andere Körperteile des Mannes erinnert. Genau. Also zu nett auch. Und dann haben sie da noch so ein bisschen gequatscht gehabt, aber doch nicht viel, oder? Nee. Die sind ja dann Richtung auf den Planeten Porno geflogen. Das war ja so. Ja. Allerdings sind sie auf dem Weg zum Planeten Porno ja wieder in diese 6 Strahlen geraten. Genau. Und da ging es dann richtig ab. Da war dann auch der Flash Gordon nicht mehr davon. Das war, glaube ich, Rudelbumsen mit... mit Anfassen. Ringelpiez mit Anfassen. Ja. Also es war irre. Der Professor mit der Dale, der Professor mit dem Flash, die Dale mit dem Professor mit dem Flash, was weiß ich. Also es war irre. Und irgendwann haben sie sich dann wieder gefangen gehabt. Ja, die sind ja dann auf dem Planeten auch notgelandet. Ja, ja. Und sind ja dann in eine Höhle geflohen. Und in der Höhle sind ja dann auch wieder absolut schräge Monster aufgetaucht, nämlich die Penissaurier. Ja, aber vorher waren doch die Soldaten. Die haben sie ja gesucht.
Ja, ja, genau, stimmt, dieser Dreier-Trupp. Die da hinterher sind. Also die hatten so auch irgendwas, erinnerst du dich noch an Pippi Langstrumpf? Die beiden Polizeibeamten. Ja. Bloß da waren sie eben dann so drei, aber genauso in dieser Macher. Aber ich denke, dass das, nachdem wir ja hier Robin Hood angesprochen haben, ja, und King Kong vorher auch, glaube ich, geht dieses, die drei mit ihrem Hep, 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 meine ich, geht schon fast in Ritter der Kokosnuss. Ach so. Dass es okay, da so ein bisschen ja, mit reinläuft. Ja. Wahnsinn. Okay. Total witzig. Also absolut crazy. Ja, und dann sind sie in der Höhle. Endlich genau, den Soldaten da quasi entflohen. Und dann schießt plötzlich aus dem Boden. Und denkst, was ist das? Schießen. Fallusartige Dinosaurier. Genau, wie Pinosaurier. Genau. Und die greifen dann quasi auch die drei an. Die greifen mit der Spitze voll drauf hier. Gib ihm. Also es ist absolut weird. Ach ja. Und da kommen sie ja dann auch irgendwie los. Die Dale wird ja zuerst von einem dieser Penis-Dinosaurier böse bedroht. Ja. Und dann sind aber die Soldaten wieder im Bild, die dann auf die Saurier schießen. Mag das sein? Ja, ich meine auch, genau. Und auf die Art und Weise gelingt denen dann quasi auch wiederum die Flucht aus dieser Höhle. Ja, die sind nicht wirklich aus der Höhle geflohen. Ich glaube, die Soldaten haben sie doch dann mitgenommen, oder? Kann das sein? Zu dem Kaiser, zu diesem impotenten Imperator, Kaiser Wang. Ja, richtig, genau. Da sind sie vorgeführt. Dem sind sie vorgeführt worden. Mhm. Richtig, als Eindringlinge, als Erdlinge. Allerdings muss man dazu sagen, der Weg in den Saal, wo ja, dieser Kaiser saß, also der Kaiser saß natürlich erhöht auf seiner Empore, mhm, und unten am Boden war die reinste Orgie zu. Da war wieder eine Orgie. Ja, genau. Also da waren Männlein, Weiblein quer übereinander. Und auch über die mussten sie, glaube ich, entweder zwischendurch laufen oder drüber steigen irgendwie, um überhaupt an den Kaiser zu kommen. Genau. Und der hat ja dann auch die gezwungen, dass die Dale diesen Imperator ehelichen soll. Mhm. Währenddessen, also da quasi diese Vorbereitungen schon laufen, wird der Flash von der Königin Clitoria, auch wieder so ein toller Name, entführt. Flash hätte eigentlich sterben sollen. Ach. Du hast nicht aufgepasst. Ich habe nur aufgepasst. Ja, die Einzelheiten, ne? Flash hätte eigentlich sterben sollen. Ach. Und diese Königin, die heißt wie? Clitoria. Stand auf der rechten Seite des Königs, mhm, oder des Kaisers Wang und hat gesagt, halt, nein. Ach stimmt, ja. Wenn er den Kampf, schick ihn in den Kampf. In die Arena. Und wenn er den Kampf gewinnt, dann gehört er mir. Ja. So, und dann kamen doch drei so Amazonen. Mit Penis. Ja, das sind Umschneid-Dildos. Und, ich weiß nicht, auf alle Fälle waren die so fürchterlich. Ja. Und er hat's geschafft. Ja. Er hat's geschafft. Der Held. Und dann hat er ihr gehört. War das dann gut für ihn? Zuerst schon. Echt? Ja. An was für eine Szene erinnerst du dich da jetzt? Ja, sie hat ja auch ein Raumschiff. Mhm. Ist ja ein Schwan, glaube ich, gewesen. Ne? Ja, also stimmt. Ja, der Schwan, der da in den, in den Mond- und Sternenhimmel da reingleitet. Und der Flash war noch so ein bisschen benommen, glaube ich. Na, durch den Kampf und. Mhm. Und dann ist sie ja wie wild über ihn hergefallen. Stimmt. Ja. Ohne Sexstrahlen. Ja. Gab's da nicht, ne? Nee, das hat so geklappt irgendwie auch. Und er war da, glaube ich, so ein bisschen wie im Rausch, wie in Trance. Ja. Ne? Und sie sind ja dann eigentlich weg. Also mit dem Schwan in die andere Richtung. Ne? Und irgendwann hat sie dann, glaube ich, Mitleid bekommen. Also man muss dazu sagen, der Professor. Der Jakov. Der wollte den Flash befreien gehen. Der war auch währenddessen, wurde er quasi gezwungen, für den Kaiser Wang zu arbeiten. Ja, stimmt. Na? Und er hat dann irgend so ein Pulver zusammengemischt, das dann wiederum die Soldaten ausgeschalten hat. Und so kam der auch wieder irgendwo frei. Und ist dann also quasi hinterher, eigentlich hinter der Königin hinterher. Das war ja, glaube ich, die Clitoria. Mhm. Und zu der ist er ja dann quasi hinterher gereist. Ja. Die hat er dann irgendwann Mitleid bekommen, glaube ich. Oder festgestellt, dass es ein Fehler war. Irgendwie ja, so. Ja, genau. Aber die starb doch auch. Starb die nicht? Die starb doch. Bei dir sterben immer alle. Bei mir sterben alle. Alle sind tot. Ja. Aber die starb, weil die ist dann nämlich
im Hintergrund noch so als ach, wie nennt man das denn? Hologramm? Ja, als Hologramm erschienen. Mhm. Und hat eben gesagt, doch, es tut mir so leid, was ich euch angetan habe. Nimm zum Dank meine Kraftwarzen. Ja, stimmt. Und dann ist durch dieses Hologramm sind zwei Kraftbrustwarzen. Ja, so Brustschilds im Prinzip, ja. Ja, das waren ja wohl ihre eigenen Brustwarzen oder ihre Kraftwarzen. Und die hat ja letztendlich auch, oder die Kraftwarzen haben ja im Prinzip für diese Macht auch gesorgt. Genau. Die hat der Jakob sich dann der hat die dann getragen. Aber da gab es doch noch zwischendrin mal diesen legendären Kampf, die Szene, wo die Kraftwarzen quasi verschwunden waren. Alles war danach, glaube ich, oder? Und dann die eine, diese Kraftwarzen, der hat nämlich, die Dienerin hatte doch irgendwie. Ah, das kommt ja noch gar nicht. Die hatte nämlich später die erst. Okay, ich greife zu sehr vor. Das kam noch gar nicht. Okay. Es kam noch gar nicht. Der hat die dann ja, lass mal überlegen. Also die Kraftwarzen hat der Jerkow dann getragen. Stimmt. Und dann sind die... Ja, dann haben sie ja beschlossen, dass sie im Prinzip diesen Sechsstrahler ausschalten müssen und mit Hilfe dieser Kraftwarzen. Genau. Und dann war das so, dass sie auf dem Rückweg wohl in so eine Art Sherwood Forest gekommen sind. Ja, oder? Ja, das genau. Das kam dann danach. Ne? Genau, da war dann diese Anspielung auf Robin Hood. Genau, das waren aber alles Schwule. Genau. Die waren durch die Bank schwul wie die Nacht finster. Sehr knuffig und wollte denn nicht für immer bei uns bleiben. Und Flash. Ich glaube, der Flash hat auch mit dem... Man muss dazu sagen, der Prinz... Wie hieß er denn? Precious. Der Precious. Hieß der Precious. Ja, das ist ja der rechtmäßige Erbe eigentlich von Porno gewesen, von dem Planeten Porno. Ja, das war doch... War das nicht auch der Sohn von dem Kaiser Wang? Ja. Schon. Richtig. Aber ein verstoßener Sohn quasi. Ja, ne? Der irgendwie ist er um seine Macht gebracht worden. Genau. Und er hat sich da so sein eigenes, wie will man sagen, so seine Heile im Wald mit See. Mhm. Der hat dann auch mit dem Flash ein Techtelmechtel wohl gehabt. Ja. Hat dann auch Flash, bitte bleib bei mir. Und wobei man ja sagen muss, welcher Frauentyp oder welcher Männertyp hat dir, also hat dich der Flash als Mann mit seinen blonden Haaren? Nee. Ja, weiß ich nicht. Nee. Er war dir zu... ja, nein, also... Zu glatt. Ja. Hatte der Haare auf der Brust? Nein, hatte er nicht. Er war zu glatt. Ja. Hat er keine Chance gehabt. Ah, hat er keine Chance. Dann eher noch der bärtige, vollbärtige Professor Jakob. So ein richtiger Rasputin. Ja, ja. Mhm. Der hat auch dunkle Haare gehabt. Der hat dunkle Haare gehabt, genau. Okay. Und er hätte mit mir auf einer Augenhöhe gekämpft, so. Körpergröße. Der war nicht, ja, genau. Ja gut, ich meine, in dem Film sind ja viele immer gelegen. Da ist ja dann ziemlich egal eigentlich. Ja, das stimmt. Das ist ja Augenhöhe so ein relativ dehnbarer Begriff. Das ist richtig. Oh, weia. Ja, ja. Auf alle Fälle waren die dann eben bei diesem verkappten Robin Hood. Mhm. Es waren einige Männer. Ja. Und da war einer mit dabei. Und jetzt kommen wir nämlich dann auch zu dem Punkt. Das war ein Verräter. Der hat für den Kaiser Wang gearbeitet. Stimmt. Das war der Brutus quasi. Aber ja, genau, Brutus. Aber lass mich mal überlegen, wie der ist ja dann zu so einer Kraftwarze gekommen. Der hat ihm ja eine geklaut. Genau, eine ist abhanden gekommen. Stimmt, die hat er an sich genommen. Wie kam denn der zu der Kraftwarze? Gab es nicht einen Kampf? Die sind doch auch mit dem Fallschirm irgendwo abgesprungen, oder? Ja. Nein, nicht mit dem Fallschirm. Die sind mit dem Flugzeug. Die sind mit so einer Art Raumschiff sind die da hingeflogen. Mhm. Und dann hat der Saboteur quasi, hat doch dann am falschen Hebel gezogen gehabt. Und dann sind sie doch hin und her geschlendert. Die sind ja auch nicht mit dem Fallschirm abgesprungen, sondern mit dem Regenschirm. Richtig, das waren diese lustigen, transparenten Regenschirme, die du heutzutage eigentlich kaum noch siehst. Genau. Die eigentlich irre praktisch sind, dass du eigentlich auch erkennst, wo laufe ich überhaupt hin. Genau, die so ganz tief gebogen auch sind. Ja, ja, genau. Aber auch wieder typischer 70er-Jahre-Style eigentlich. Genau, und während den Tumulten in diesem Flugapparat, was auch immer das war, hat eben dieser Verräter, mir fällt jetzt nur der Name nicht ein, hat dem Jerkow eine
Kraftwarze geklaut und ist dann abgesprungen. Und die anderen sind dann wohl auch abgesprungen. Also die Dale, der Flash und der Yakov und eben der Prinz. Ne? Genau. Und dann hat im Prinzip später, also es gab ja dann zwischendrin auch nochmal so eine Art Intermezzo, eine Einblendung, ja. so ein Cliffhanger, der da künstlich erzeugt worden ist. Ist das das Ende von Flash Gordon? Und man hört Musik und Texttafel und weiter geht's. Typisch, ne? Ist genau. Es das Ende? Geht es weiter? Werden wir alle sterben? Genau, und eine Texttafel, die erzählt also noch, was im ersten Teil passiert ist. Und dann geht's also weiter. Und dann ist ja dann die Situation, wo dieser Wang die eine Kraftwarze bekommen hat. Nee, noch lange nicht. Auch noch du bist nicht. Viel zu schnell. Dann erzähl, was ist dazwischen passiert? Dann ist die Situation, das ist ja so ein Hin- und Hergehupfe. Dann sieht man ja plötzlich wieder den impotenten Kaiser Wang und die Dale daneben. Warte mal, lass mal überlegen. Die Dale. Die Dale haben sie... Die Dale ist ja da geblieben und die ist ja dann der Hochzeit schon. Da lief ja die Hochzeitsvorbereitung. Genau, und dann hat eine Dienerin von dem Wang... Die hat die Dale entführt. Und zwar direkt hinterm Thron war eine Hintertür. Genau, da sind die miteinander raus. Ich weiß nicht, ob das zeitlich so hinhaut oder ob das irgendwie so parallel lief. Mhm. Auf alle Fälle ist sie mit ihr dann ja, die Dale dann, ah, Hilfe, Hilfe. Und die eine dann, ja, halt die Klappe, ich will dir doch nur helfen. Ja. Und führt sie dann in die Untiefen, irgendwo in den Keller runter. Und dann haben wir das andere Extrem. Da haben wir nämlich nicht die schwulen Robin Hood Männer. Sondern die Lesbenvereinigung. Ja. Na? Und da war ja dann die farbige Dienerin, die quasi auf der Dale sich vergnügt hat. Ja, die Dale haben sie zuerst mal gefesselt und gemacht und getan. Da war dann so ein bisschen die Komponente drin, 50 Shades of Grey. Was? Aber sollte im Prinzip die Richtung... Also pass mal auf, warte mal, wir sind im Jahr 1974... Also es ist die Variante gewesen von 9,5 Wochen. Na, also 9,5 Wochen ist hart. Auch später. Ich, da ja, sowieso. Wir kommen eh noch drauf, warum der Film so geworden ist, wie er eigentlich geworden ist. Okay. Auf alle Fälle hat die dunkelhäutige Dame sich auf der Dale vergnügt. Ja. Und dann? Also das war echt eine Szene, die fand ich, also jetzt bei allen Klischees, die fand ich persönlich sehr erregend. Ja, Porno. Ja, man sieht aber eigentlich... Gar nicht so die inneren Geschlechtsorgane. Aber ich meine, das war ja für die damalige Zeit, ist das wirklich hardcore gewesen. Ja, ich finde das nach wie vor. Ja, aber heute lochst du doch da keinen mehr groß hinterm Ofen vor. Oh, ich weiß. Ja, gut, wir haben den Film auch geguckt. Wir haben gar keinen Ofen. Ja, genau. Also so richtig, so mit Face-Sitting und allem drum und dran. Also wirklich heftig. Aber wie ist denn da jetzt rausgekommen eigentlich nochmal? Sind die dann, der Jakob und alle? Doch, klar, die sind dann da reingestürmt doch und stimmt. Haben die Lesben bezwungen quasi. Richtig, richtig. Und haben da dann quasi, ja. Dann die Dale befreit. So ist es. Und dann geht's aber weiter eigentlich. Ja, dass in der Zwischenzeit muss doch dieser Verräter dem Wang die Kraftwarze eine Kraftwarze gegeben haben. Genau. Genau. Und warte. Genau, der hat sie ihm gebracht. Und der Yakov Dale und dieser Prinz, die werden dann in einer riesigen Toilette doch gesteckt vom Wang. Ach, die werden da runtergespült. Ja, und abgespült und überleben doch. Und dann sieht man das so wie eine Art Zeichentrick, ne? Ja, siehst du die Kanalisation und wo sie jetzt hin... Putzeln, genau. Also auch wieder simpelste Tricktechnik. Genau, genau. Und ganz, ganz einfach gemacht. Ja. Und auch wie gesagt, sie überleben und können dann quasi in den Thronsaal stürmen und versuchen dann quasi wieder diese Kraftwarze zu bekommen. Ja, aber währenddessen hat ja der Wang... So ist es nämlich. Jetzt kommt nämlich deine Szene. Richtig. ...krampfhaft einen Ort gesucht, wo er diese Kraftwarze verstecken kann. Ja, der hat nämlich an einer seiner Dienerinnen mit der Kraftwarze rumgespielt und ist quasi dann mit der Hand bei ihr im Intimbereich mit dieser Kraftwarze stecken geblieben. Genau. Pur und Planning, die Hand kam wieder raus. Die Kraftwarze nicht, blieb ne? drin, genau. Und dann war eben dieser verzweifelte Versuch, auch vom Flash mit der Hand die Kraftwarze wieder aus dem Intimbereich von Wangs Dienerin herauszuholen. Und der Wang sieht mit den Sätzen dabei zu, also auch. Dann ist es wirklich skurril, weil die packen nämlich die Frau zu zweit und schütteln die auf und ab, damit diese Kraftwarze die wieder rauskommt. Und geschüttelt. Wo du sagst, das ist also mit Bim und allem wieder. Jetzt drück, jetzt mach, ich kann nicht. Genau, also es war wirklich extrem. Ja. Oh, weia. Aber sie haben sie dann ja
rausgekriegt, ne? Sie ist ja dann rausgekommen. Ja. Also es ist echt der Hammer. Und der Wang hat dann diese allgemeine Verwirrung auch genutzt hat dann irgend so ein riesiges Ungeheuer auch beschworen. Mhm. Und da kommen wir dann so in Richtung King Kong. Richtig, genau. Weil die Dale wird nämlich auch von diesem Ungeheuer gekidnappt und das klettert dann im Prinzip Wolkenkratzer und hoch. Diesen Turm hoch. Ja. Und setzt sich dann oben auf den Turm irgendwie so. Ja, gefällt's mir. Ja, genau. Also wie gesagt, schön. King Kong in Reinkultur. Genau. Und der Flash und der Professor Jerkoff, glaube ich, die fliegen. Dann ja, sie haben ein Raumschiff geschnappt. Wie bei King Kong, ne? Wenn die Flugzeuge oben entlang fliegen. Ganz genau. Und er schlägt dann auch danach und hört auf. Ja, genau. Jetzt muss aber dazu sagen, diese Sechsstrahlenmaschine. Ja. Die ist ja von dem Kaiser Wang. Also der haben wir das überhaupt schon erwähnt, dass die Sechsstrahlenmaschine vom Kaiser Wang ist? Nee, aber jetzt. Ja. Hätten wir ganz am Anfang erwähnen können. Ja, ich meine, deswegen sind die auch zu diesem Planeten überhaupt hingeflogen. Genau. Und dieses Monster, dieses, das die Dale gefangen hält, eben, sitzt ganz oben auf diesem Turm. Und wenn man so ein Stückchen runtergeht, so, was weiß ich, auf dem ersten Drittel des Turms, ist so ein ganz typischer, wie bei Rapunzel, ne? Mhm. So ein Balkon. Und auf diesem Balkon steht eben diese Sechsstrahlenmaschine. Genau. Ja, und der Wang steht mit auf diesem Balkon und dann ist es irgendwie so, ja, er kriegt mich nicht und ihr könnt die nicht zerstören und. Die haben da, glaube ich, sogar versucht, drauf zu zielen und haben aber daneben geschossen auch. Ja, genau, da gab es ein paar Fehlschüsse. Und wie ging denn die dann? Wie war denn das? Aber irgendwie ist doch dann das Mädchen auch freigekommen, das Monster ist doch abgestürzt auch. Und ist auf den Wang draufgefallen. Das Monster ist, glaube ich, auf den Wang draufgefallen. Genau. Und auf die Strahlenkanone. Ja, genau. Also die haben wohl das Monster irgendwie zum Taumeln gebracht da oben. Ich glaube, die haben nur... Hat er ihm ins Auge geschossen oder so? Und dann, das tut so weh, das Monster. Ne? So, ja, genau. Oh mein Gott, ganz leise bis ganz zu hören. Und ist dann runtergefallen und auf die Maschine und den Wang draufgefallen. Und damit ist ja dann eigentlich auch wieder dieser... Prinz Precious an die Macht gekommen und wieder Herrscher über Porno und auch die Erde ist von der Gefahr mit diesen Sechsstrahlen gebannt. Genau, und die Dale konnte natürlich auch noch entkommen, gell? Das darf man nicht vergessen. Ja, natürlich, klar. Und wie es in jedem guten Märchen so ist, haben sich dann der Flash, die Dale und der Jerkoff wieder auf den Weg zurück auf die Erde gemacht. Ja. Und alles ist gut ausgegangen. Und wenn sie nicht gestorben sind... Dann warten sie immer noch auf die Sechsstrahlen. Dann vögeln sie noch heute. Also es ist schon, Es ist wirklich ein ganz billiger Film. Vergewaltigungsroboter. Wie gesagt, alles haben wir schon gemacht. Genau, die waren ja auch noch irgendwo, ne? Ja, genau. Die haben aber dann doch, die haben da nicht die Dale vergewaltigt, sondern diesen. Die wurden doch umprogrammiert quasi. Genau. Also es ist, wie gesagt, auch wenn wir jetzt hier, ihr merkt es schon, wir haben also selber die Handlungsstränge gar nicht mehr chronologisch hinbekommen, weil es ist einfach nicht möglich. Nein, du kannst ja, glaube ich, bei dem, bis auf den Anfang und das Ende, könntest du jede Szene austauschen. Ja. Also egal, ob du jetzt die dritte an die fünfte setzt oder andersrum. Absolut. Das also ist wie so gesagt, sinnbefreit. Das hat für diesen Gesamthandlung hat es keinerlei Einfluss. Also du hättest es ganz beliebig aneinander stückeln können. Genau. Ich habe dann auch so einen Dialog nochmal rausgesucht, zum Beispiel Dialog, der also so ein bisschen wiedergibt, was da gesprochen wird. Sir, ich habe einen riesen Hammer. Bring ihn runter. Ich kann nicht. Bring den Apparat runter. Ich kann nicht. Mabel Tower, wir können vor Geilheit nicht mehr fliegen. Ja, genau. Das war eben in der Anfangsszene, ne? Genau. Also das... Also letztendlich ist es ein Film, wie er heute wohl nicht mehr produziert wird. Die Zeiten von Klimbim und solchen Dingen sind alle vorbei. Das ist sehr, sehr schade an sich, weil insgesamt hat dieser Film absoluten Kultcharakter schon. Und wenn man auch merkt oder bedenkt, was einem heute für Mist angeboten wird. Und ich finde noch skurriler, das hatte ich ja gesagt, eigentlich, wenn man nochmal beleuchtet, wie es zu diesem Film gekommen ist. Mhm. Der wird nämlich dann richtig skurril, wenn man die Entstehungsgeschichte sich mal anschaut. Es sollte nämlich ein richtiger Hardcore-Porno werden, der Film. Und irgendwann hat man also festgestellt, bei den Dreharbeiten, dass eine der Darstellerinnen minderjährig war. Oh.
Ja, dann hat man natürlich Panik geschoben, weil man muss bedenken, Amerika war zur damaligen Zeit ja auf der einen Seite total prüde. Ja, ja, das sind sie heute noch zum Teil. Richtig. Dann hat man natürlich, eben wie gesagt, weil die eine Darstellerin minderjährig war, wurde also ordentlich Rabatz gemacht. Und dann hat man sich überlegt, was machen wir denn jetzt, damit irgendwie das nicht alles baden geht. Und dann hat man dann eine Sexklamotte draus gemacht. Okay. Ja, den Teil, den wir angeguckt haben, ich habe ja auch, irgendwie gibt's ja ein total geschnittenes. Ja, ja, gut. Aber wir haben die FSK 18. Wir haben die FSK 18. Ja, klar, genau. Und das war eigentlich auch das Beste, was eigentlich passieren konnte, weil wenn man die Hardcore-Szenen jetzt sich mal vor Augen führt, die da drin vorkommen, so ähnlich, dann muss man sagen, die sind ja wirklich stümperhaft. Und dass man die Kurve dann so krumm gebogen hat und da so eine Sexklamotte draus macht, mit dieser irrwitzigen Komik, ist eigentlich was dem normalen Trash-Fan, dem Nerd, der auf solche Filme steht, das Beste, was passieren kann. Es ist alles komisch, es ist, ja, es ist einfach witzig. Sind die Klamotten witzig? Ja, so grell bunt, ne? Ja, das ist wirklich so, ja, wie Comic im Endeffekt, ne? Also echt der Hammer. Und er ist ja dann auch im Kino gelaufen und hat eigentlich ein relativ hohes Budget gehabt von 500.000 US-Dollar etwa. Und wie gesagt, es gab also die Probleme am Set, das hat man ja schon erzählt. Und er wurde dann also auch im Prinzip entsprechend gestutzt vom Rating her. Mhm. Bekannte Namen aus Hollywood haben sich an dem Film beteiligt, wurden aber nicht namentlich genannt. Nämlich, erinnere dich dran. Also ich glaube ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, ist er nicht. Absolut. Der Professor Gordon. Genau. Ist Leslie Nielsen. Ist in meinen Augen Leslie Nielsen. Nein. Nie im Leben, der sieht ganz anders aus. Okay, wir lassen die Frage mal offen. Wie gesagt, ich denke, das ist der Leslie Nielsen. Aber vielleicht kann uns das ja jemand bestätigen oder nicht. Ja, ja. Und von daher würde ich sagen, wir lassen euch jetzt mit diesem Film alleine. Ja. Und am Weihnachtsbaum. Oh Gott, ey. Habt Spaß dran. Wir könnten ja anbieten, dass wir den Film zur Verlosung freigeben. Zur Verlosung? Ja, wir haben, ja, das geht ja weiter. Also, ich meine, wir haben ja, Flash Gordon 2 ist ja wohl galaktische Impotenz. Ach. Ja. Aber das ist nicht die offizielle Fortsetzung, oder? Das weiß ich nicht. Also normalerweise ist es ja hier der Schande der Galaxis. Genau, der ist aber erst 1989 rausgekommen. Der kam 89. Also scheint das hier erster, zweiter Teil von der ersten Produktion, wie auch immer. Also was wir uns unbedingt noch anschauen müssen, ja. Paula, ist das Making-of. Okay. Gott. Das haben wir uns jetzt gespart. Aber das muss man gesehen haben, weil ich das jetzt hier auf dem Bild sehe. Ist auch in diesem Raumschiff, in diesem Penis-Raumschiff von dem Jerkov. Oh, sie hat Penis gesagt. Ja, genau, da leuchtet dann auch immer ein Licht mit Trouble, Trouble, ja, Trouble. Ja, genau. Und wenn sie dann hier am Abstürzen sind, kam dann Double Trouble, Double Trouble. Also, es sind so Kleinigkeiten eingebaut. Also, den Film muss man fast doppelt sehen oder zweimal sehen, damit man auch die kleinen Details. Eigentlich schon. Also, in der Hinsicht ist er auch sehr, sehr skurril und liebevoll, aber gemacht eben mit vielen kleinen Details, die. Dann wirklich einem zum mindestens Schmunzeln bringen, wenn nicht sogar laut lachen. Also es sind kleine Details, auf die man achten sollte, könnte, müsste. Hat Spaß gemacht, ihn anzugucken. Absolut. Auf alle Fälle. Hat auch Spaß gemacht, drüber zu reden. Und wir lassen euch jetzt allein mit eurem Kopfkino. Ja. Wir hätten gesagt, bleibt weiterhin nerdig. Jawohl. Schaut solche Filme, schaut andere Filme, schaut Star Wars. In diesem Kanal seid ihr in jedem Fall richtig, wenn es um solche Dinge geht. Und heute eben mal dieser kleine Ausflug in den erotischen Teil von Science-Fiction-Nerdfilmen. Viel Spaß euch. Ja. Wir wünschen frohe Weihnachten. Mhm. Besinnliche Feiertage. So ist es. Lasst es sinnliche euch Feiertage. Sinnliche Feiertage. Mhm. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. In diesem Kanal. Habt Spaß und bleibt nerdig. Ciao. Ciao.